3, 2, 1. Was geht, Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu unserem ersten Squad-Builder-Battle. Geil. Ja, Leute, heute gibt es mal unseren allerersten Squad-Builder-Battle nach gefühlten 3000 Jahren mal, ey. Junge, noch nie haben wir zusammen so einen aufgenommen, ne? Nein, Mann, wir haben generell kaum gegeneinander gespielt, ne, die letzten Jahre, ey. Ja. Mann. Nur hinter den Kulissen, wo die Leute es nicht gesehen haben, dass es hier mal klatschen gegeben hat. Auf jeden Fall, ey. Ja, heute geht es um den Starspieler Willian, der momentan richtig am Rasieren ist, hat gegen Barca auch rasiert. In der Liga geht er ab und um den bauen wir jetzt uns das Team. Wir starten rein hier. Wir haben euch ja gestern ein Real Talk Video hochgeladen, wo wir gesagt haben, jetzt wird wieder durchgezogen. Heute gibt es direkt das erste Video gemeinsam. Lasst deshalb jetzt schon mal einen fetten Daumen da, Leute. Auf jeden Fall, rasiert die Likes. Wie viel sagen wir auf das erste, was wir zusammen machen? Ah komm, 30.000. Ja, mir egal. Macht einfach, wie ihr Bock habt. Rasiert die Likes. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich sagen, mit welcher Formation wir starten. Ich mit der 4-2-3-1 die zweite Variante, also mit LMRM. Du? Ja, ich mit der 4-1-2-1-2, auch mit der breiten Variante, mit LMRM. Okay. Ja. Und dann, das ist mein drittes Battle jetzt, ne? Das ist gerade das dritte, was ich aufnehme. Also nicht wundern, wenn ich Und das ist deine erste Ausrede im Video. ja, ich kann das alles. Ja, dann würde ich sagen, machen wir bei dir ZOM beide Stürmer, bei mir ZOM, Stürmer und LM. Und dann starten wir. Okay. Ich bin komplett unter Druck hier gesetzt gerade, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe auf Seiten, die ich gar nicht kenne. Was denn, Luigi's oder was? Ja, auf einmal bin ich bei einer Pornoseite. Alles klar, bist du soweit? Ja. Dann halte ich mal meine drei rein, wo ich glaube, dass du denkst, dass ich denke, dass du den hast. Okay, ich fange mit dem rechten Stürmer an, ja? Ja. Da habe ich Aguero. So. Dann habe ich im linken Sturm Jesus. Dann habe ich im ZOM Paulo Dybala. Ja, das waren meine drei Spieler. Die drei hast du genommen. Ja. Ich hab alle drei. Also. Also ich hätte gedacht, du gehst mit De Bruyne. Okay. Dann habe ich nochmal Firmino aufgeschrieben und Gabriel Jesus. Ey. Aber Aguero? Da habe ich gesehen, du hast diesen komischen Leihspieler, aber dass du den dann nimmst, hätte ich nicht gedacht. Ey. Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt stellst du dir bitte einen Torwart in den Sturm, einen Bronzetorwart. Aber das kannst du gleich machen. Jetzt hältst du erstmal rein. Okay. Und ich komme zu meiner Auswahl. So, mein Freund. Also wenn, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass du einen hast. Und zwar auch die erste Position. Ja. Da habe ich Roberto Firmino im ZOM. Ja. Okay, im Sturm habe ich Salah. Ja. Die rote Karte und im linken Mittelfeld habe ich Douglas Costa. Ah, scheiße. Ja, ich habe hier aufgeschrieben den Firmino. Ach, komm mal. Dann habe ich Sané und Eriksen aufgeschrieben. Ja, aber tu immer auch einen schönen Bronzetorwart jetzt da rein, ne? Oh. Ich dachte, du gehst mit Hazard, weil ich den roten habe. Ah. Ja gut, dann packen wir uns beide den Bronzetorwart ein. Ja, eigentlich musst du ja jetzt irgendwie die Baller noch zwei Stronglings geben. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also wir haben uns jetzt beide einen Bronze-Keeper hingepackt und zwar ist das Muric, den hatte ich schon mal drin. Der ist gar nicht so schlecht, ne? Aber er macht die Tore, ey. Ja, ich hab dann auf der zentralen offensiven Mittelfeldposition hab ich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber du kannst jetzt gerne reinhalten bei mir, ZDM, beide. Okay, habe ich. Okay, ich fange jetzt mal an mit dem, den du eventuell haben könntest. Links ZDM, da muss es ja eigentlich relativ einer von Dings sein, von Juve. Oder ein Brasilianer, ne, oder ein Brasilianer. Aber ich habe mich für Claudio Marchisio entschieden. Okay. Und links, rechts habe ich Laurent Blanc. Mann, ich habe Casemiro und Pjanic in Form. Yes. Mit Casemiro hat es zuerst auch überlegt, aber gut entschieden. Sehr gut. Ey, scheiße, Alter. Okay, ich war mir bei dir. Du fixst mich jetzt 100%. Ich war mir voll unsicher, weil du könntest echt vieles nehmen, aber ich halt mal rein. Okay, halt rein. So, ich fange mit links Mittelfeld an, ja? So, okay. Linker Mittelfeldspieler habe ich den Gomez von Atlanta Bergamo. Und ZDM hast du Bilia, ne? Nein. ZDM habe ich Matuidi in Form. Nein, ich gehe mit
Kedira und Dings und Douglas Costa. Matuidi, den habe ich sogar in Rot, mein Lieber. Ach, hättest du mal meine Videos geschaut, wüsstest du das immer. Ja, ich gucke nur qualitative Videos. Also. Ach, halt dein Maul, Alter. Ja, immerhin haben wir beide unser Mittelfeld noch behalten können. Dann kommen wir jetzt zu LV und RV. Ich habe gedacht, du sagst erstmal safe, jetzt kommt Douglas Costa wegen 5-Sterne-Skiller und so, ey. Ja, den habe ich doch aufgeschrieben. Ach, so hast du aufgeschrieben. Really, nigga? So, Leute, wir kommen jetzt zu den beiden Außenverteidigern. Ich fange zuerst an, mein Linksverteidiger. Wenn du auf den kommst, dann fress ich einen Besen. Da habe ich den Tagliafico in Form, den du auch, glaube ich, gezogen hattest mal, ne? Spielt der jetzt bei Ajax oder bei deinem anderen Verein? Der spielt bei Ajax. Und dann habe ich Rechtsverteidiger, habe ich den Zappa Costa von Chelsea. Ja, die beiden habe ich. Das ist schön. Du? Ich bin mit Digne und Victor Moses gegangen. Ich dachte, du willst heute übers Wasser laufen. Ey. Boah, ey, ich war echt am überlegen, Moses zu nehmen, ne? Ey. Erne. Du bringst mich echt in Verlegenheit. Okay. Ja, hab ich Glück gehabt. Okay, ich halt rein. Left back. Hey, halt die Schnauze. Okay, warte, so hab ich. Okay, ich gehe links mit Barreca und rechts. Ich überlege gerade. Ich habe mir nämlich gerade noch den anderen gekauft. Gehe ich mit Moses oder Zappa Costa, Mann? Ich überlege gerade. Ich gehe auch mit Zappa Costa. Okay. Ich habe Rodriguez von AC Mailand und Carvajal habe ich aufgeschrieben. Ey. Da gibt es jetzt die beiden letzten drei Positionen. Okay. Das wird spannend, da geht's um alles, ey. Hä, hey, was hast du vor? Ah, kleine Bitch. So, jetzt geht's in die heiße Phase rein. Die beiden Innenverteidiger und der Torwart. Erne, hältst du rein? Ja, ich halte jetzt rein, ey. Ja, du machst es jetzt zum dritten Mal. Und der Erne war gestern bei mir, ne? Und der hat mir versichert, er hat nicht gesehen, wen ich mir gekauft habe. Entweder... Ich schwöre es, ich habe nicht gesehen, Mann. Okay, gut. Dann kannst du es eigentlich nicht erraten. Wenn du das errätst, bist du echt der Heftigste. Ich habe in der Linksverteidigung... Wie, Linksverteidigung? Innenverteidigung, links okay. Innen. Habe ich Benatia. Okay. Ich habe in der rechten Innenverteidigung Azpilicueta. Okay. Und im Tor habe ich Pepe Reina. Nee. Ey, ich bin komplett. Ich habe gedacht, du machst jetzt hier. Ich habe Thiago Silva, Marquinhos und Rufier drin. Ja. Ich habe gedacht, du machst jetzt entweder Bundesliga, Französische. Oh, stabile Mann. Verteidigung ist da. Voll daneben, Alter. Mann, ey. So, mein Freund, ich halte rein und ich hoffe, ich kriege was. Ey, okay. Ich fange an, ja? Ja. Okay, links Innenverteidiger habe ich Blanc, 89. Dann rechts Innenverteidiger habe ich Koscielny. Und im Tor habe ich Begovic. Mmh, ich dachte, du machst es anders. Ich hatte auch erst überlegt, ich habe Ferdinand aufgeschrieben. War ich ja knapp, ne? Okay. Barzali habe ich aufgeschrieben und Handanovic. Ich hatte auch erst überlegt, Laporte oder Koscielny. Aber egal. Boah. Junge, war das knapp, ey. Ein gutes Team hast du dir zusammengebaut. Dankeschön, ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, laden wir uns jetzt ein und dann geht der Schmatz los hier, ey. Ja, ab geht's, let's go. So, eieieiei. Da haben wir dein Team hier am Start. Ja, da habe ich dir den Firmino, aber der hat dir echt ein bisschen... Der hat mir meinen Arsch genommen, Mann. Was soll ich da machen? Eigentlich geht alles über ZOM und jetzt mit dem... Wird lustig werden, das auf jeden Fall. Das kann was werden, Alter. Let's go, Mann, ey. Let's go. Brrrr. Dingus, brrrr. William. Ey, voll anders ist das Spiel, wenn man dabei labert, ey. Laber mich nicht so voll, du Arschloch. Das hab ich gar nicht gesagt, ey. Ich weiß. Dieser Muric, ne, mit der Nummer 1. Der läuft wie Ronaldo, ne? Alter. Boah, der war stark. Komm, Blanc. Oh, nein. Komm, Blanc. Nein. Ey. Yes, baby. Scheiße. Tagliafico, Alter. Let's go. Spiel auf Muric. Nein! War der frei. Junge, so, bester Zehner EU West, dieser Muric, Alter. Nein. Schieß doch! Oh. Nein! Jawohl. Du heilige Scheiße. Muric! Ey! Da, ja! Mann, das ist so langsam! Nein! Jawohl! Ey, wie kommt der da durch, Alter? Da durch? Ah! Nein. Jetzt Muric! Nein! Tschüss! Ey, oh.
Moritz, ey, du Wichser! Ey, stark, der Nazia, ey. Ey, du Wichser, steh doch auf, ey! Junge, ey, Junge. Ey, die argentinische Rumpfsegnutte. Wer läuft da? Ist das Moritz? Ey, warum spielt er dahin? Egal, komm, Moritz! Ey! Komm, nochmal rein. Nochmal, ey. Jetzt aber, Williams! Ey! 75. Ende. Oh, Moritz, du Wichser! Mach den noch, Mann! Ach, ey, Mann! Den Ball raus! Ey! Oh mein Gott! Was ist hier los? Ey, was ist das? Junge, Junge! Ein bisschen Ruhe jetzt hier. Oh mein Gott, ich sag, mach Ruhe und der macht sowas! Nein! Nein! Ey! Ey! Für den denn da noch? Nein, schieß doch, Junge, schieß doch! Ja, ey, das ist FIFA, Alter, ich schwör's dir, ey. Mann, ey. Ja. Du Hund? Ja. Alter, ey, dieser Moritz, der hat eine Chance, kann alles wieder gut machen und verkackt den sowas von. Und dann Aguero. Das war so knapp, mit Latte, mit Dings, das war alles eine Szene, ne? Ja, Mann, ey, zu krass, ey. Ja, komm jetzt zum Abstoß, Nene, du musst zittern, kennst das Spiel ja. Ja, der Gomez wird auch nicht wehtun. Die einzigen, die wehtun werden, sind Aguero, Dybala, Willian und Blanc vor allem, Alter. Blanc tut weh? Ja, das kostet doch 900.000, Alter. Ja, ich will hier nochmal kurz sagen, ne, wir haben wirklich nichts abgesprochen. Das macht uns auch selber uns keinen Spaß. Ja, ekelhaft, Alter. Wenn du jetzt Blanc triffst, kann ich für Champions Karriere an den Nagel hängen. Ich kann jetzt schon an den Nagel hängen. Ich wollte gerade sagen, kannst du eh schon machen. Was ist das, Alter? Ja, komm, okay, du hast, ne? Okay, nee. Also Blanc wird am meisten wehtun, ne? Und er war vorher linker Innenverteidiger. Soll ich dann den linken Innenverteidiger nehmen? Ich nehme den linken Verteidiger. Ach, Mann, Alter, Dybala, ey. Wen hast du links Innenverteidiger? Tagliafico. Nein, Dybala, Mann. Und wo war Blanc? Blanc war rechter Stürmer, rechter Stürmer. Ach, Dybala, was ist der denn immer wert, Alter? Der war schon 130. Hast du den neuen geholt? Ne, den 88 habe ich geholt, ey. Okay, jetzt machen wir Vollbild, ne? Man muss nicht zeigen, wenn man den Abstoß oder so, ne? Muss man nicht, oder? Ne, man kann das einfach so, muss man. Also kann man das auch überspringen, also muss man nicht zeigen. Ne, müsste nicht. Okay, so in meinen Verein. Glauben uns, ja. Okay, boah, wie das weht, ich hab, glaube ich, ey. Ich Stoß mal ab jetzt! Ich musste selten sowas machen, Alter, ey. Und jetzt? Okay, ja, er ist weg. Er ist weg, ja. Bisschen tut's weh, ne? Ja, bisschen tut's schon weh, Alter. Mann, Alter, ey. Auch schlimmer. Das war, glaube ich, der viertwertvollste, ne? Zuerst kam Blanc, dann kam Aguero und dann Willian und dann kam schon direkt der, ey. Ah, okay. Leute, das war's von unserem ersten Squad-Builder-Battle, ey. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, Habt übertrieben, also ich feier. Ich find's irgendwie so die geilste Aufnahme. Das macht aber ja, meistens. Ja, ist echt so, Alter. Vor allem, und wenn eine Position fehlt, ne? Ich find, das hat man so gemerkt, Alter. Auch bei ja, dir. Ja, auf jeden Fall. Obwohl Moritz bei mir hatte in der ersten Hälfte vor allen Dingen so die Pässe kamen an den Mann, ja. Aber zweite Hälfte war er komplett weg. Aber mit dem kann man nicht durchpacen, so, Alter. Ich hätte gern den mit Dybala getauscht. Das wäre wieder was anderes, so, aber. Ah, Katastrophe. Tja, man kann sich nicht aussuchen, dann musst du ein besseres Team bauen. Ja, Alter, im Maul, damit du mehr abstoßen kannst, ne? Und, alles ja klar. Leute, lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da, rasiert die Likes und das war es soweit. Ne? Alles klar Leute, wir sind raus, macht's gut, haut rein und ciao. Deine Nutte.